Gut, also, folgende Situation. Wir sind in einem gemäßigten Wald mit 40 Tagen Wachstumsperiode, mit viel Niederschlag und relativ zentral auf dem Planeten. Wir haben in der Gruppe Anastasia, die zu klug für diese Welt ist und abstinenz, also auf Drogen und Alkohol verzichtet, was ich nur gut finde. Sie ist gut im Kochen, sie kann ein wenig sozial oder kann gut, wird sozial gut lernen, kann zur Not auch ein bisschen künstlerisch sich betätigen und handwerklich ebenfalls. Und noch dahin ist mit Creepy verlobt, würde ich sagen. Also die Geliebte noch nicht verheiratet und ihr Bruder ist auch dabei. Der Bruder ist Mengenrabatt, der ist ein kindliches Gemüt, aber ist auch ein bisschen faul, so wie Kinder halt sind. Mit 49, ebenfalls Abstinenzler, verzichtet auf Drogen und Alkohol, ist der Mediziner der Runde und auch der Landwirt. Zur Not kann er auch gut noch forschen und auch ein bisschen kämpfen. Anastasia ist im Kämpfen, geht so. Er lernt das noch ganz gut. Dann haben wir noch Pinguin. Pinguin ist der Psychopath unserer Runde. Er ist der wahnsinnige Wissenschaftler und Kriegsherr der Truppe. Wird vermutlich auch der sein, der dann kontrolliert, wer wohin geht und wer wie hier sich positioniert im Kampf. Ist psychisch abgestumpft, Psychopath, gut im Fernkampf, akzeptabel im Nahkampf, ist sozial, lernt er ganz gut, ist natürlich fraglich, wie er das als Psychopath macht, kann auch forschen. Creepy hingegen ist unser sorgfältiger Schütze, unser Scharfschütze, ist Asket, dementsprechend wird er ein sehr leeres Zimmer bevorzugen. Als Geliebter von Anastasia müssen sie sich da natürlich ein wenig einigen, wie sie das mit ihrem Zimmer anstellen, denn wenn sie zusammen ein Zimmer haben. Er ist ein guter Fernkämpfer, gut im Konstruieren, auch im Handwerk und in der Forschung. Und als letztes noch Mad Scientist. Er ist ebenfalls zu klug für diese Welt, ist ein Asket, wird dementsprechend auch auf ein großes, pompöses Schlafzimmer verzichten. Eine lahme Ente nicht ganz so schnell also. Und er ist gut im Landwirt, Kochen, Bergbau und im Kampf. Und mit diesen fünf werden wir, das sind die fünf, die jetzt die Rache der blutigen Götter überlebt haben und jetzt einen neuen Stamm aufbauen wollen. Und das werden wir jetzt mal gucken, in wie gut wir das können. Ich habe keine Ahnung, wie das genau läuft, und das werden wir jetzt aber zusammen erfahren. So. Klug schreibt man mit K, genau. Die Pinguine? Was? Pinguine? Oh Gott. Die? Jetzt haben wir natürlich einen männlichen Pinguin. Das tut mir leid. Pinguin ist weiblich, das tut mir leid, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Pinguin ist männlich, das tut mir leid. Kommst du damit klar, dass das ein männlicher Charakter ist? Es ist ja Rollenspiel, ne? Das ist ja hier Rollenspiel. So, die Götter waren sehr verärgert. Die Blutmaschinen kamen in der Nacht. Sie fegten durch euer Dorf, zerschnitten und verbrannten eure Leute mit ihren Klingen und Teufelsfeuern. Nur ein paar von euch konnten dem Gemetzel entkommen. Jetzt, nach einem zermürbenden Fußmarsch, ohne irgendwelchen Freunden, an die ihr euch hättet wenden können, müsst ihr euch ein neues Leben in der Wildnis aufbauen. Genau so, wie schon eure Vorfahren vor euch. So. Wir leben in 2016, Transgender, alles ist möglich, genau. Pinguin, du verwirrst mich, Pinguin. Gut. Da sind wir. Hier sind wir angekommen. Das ist das Gebiet, welches unser neues Zuhause wird, vorerst unser Zuhause, denn das Tolle ist, in der neuen Welt, wir müssen da vielleicht dazu sagen, für die auf YouTube, Alpha 16 ist draußen, der alte Spielstand ist gelöscht und wir können nicht mehr auf die alte Kolonie zurückgreifen, deswegen fangen wir neu an, denn das Tolle ist zum Beispiel, wir können hier jederzeit auf die Weltkarte wechseln und dann auch sagen, zum Beispiel, unsere Kolonie ist weit genug vorangewachsen, wir sind groß genug, wir ziehen los und bauen eine Karawane, um zum Beispiel einen weiteren Teil zu übernehmen und damit noch größer zu werden und dann eigene Kolonien noch weiter zu erweitern. Wir können in andere Dörfer hineingehen, wir können böse Fraktionen, die hier Piraten oder was auch immer das für andere Fraktionen sind, können wir angreifen und. Das ist alles jetzt möglich und es gibt auch im Spiel einige Neuerungen, die wir dann sicherlich noch sehen werden, wenn es soweit ist. So, der Anfang ist natürlich erstmal wie üblich der gleiche. Wir bauen uns erstmal eine kleine Holzhütte. Wir sind ja nun auch ein Stamm. Wir sind ja keine abgestürzten
Weltraumkolonisten mehr, sondern wir leben hier auf diesem Planeten und irgendwelche bösen, bösen Wesen, Götter und dergleichen aus dem Himmel sind gekommen mit Blut und Feuer und Stahl und Licht und haben uns vernichtet und vertrieben. So. Dann gucken wir mal. Waffentechnisch sind wir natürlich angepasst an dem, was wir haben. Wir müssen jetzt mal gucken, wer konnte denn was. Also, Creepy braucht auf jeden Fall erstmal eine Fernkampfwaffe. Und ich würde sagen, Pinguin nimmt ebenfalls eine Fernkampfwaffe. Dann Matt kriegt eine Nahkampfwaffe. Mengenrabatt ebenfalls. Und dann ist noch Anastasia, die kriegt erstmal noch das Messer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier, was wir jetzt machen müssen. So, wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Ja, natürlich. Genau. Wir haben als Tiere haben wir Penelope, einen weiblichen Varg, der sofort erstmal die Truppe unterstützen wird, indem er hier auf Transport trainiert wird. Dazu haben wir dann noch Bill, den Kater, und Cäsar, den Kater. Wir haben zwei Kater dabei. Das ist natürlich fantastisch, dass wir nur zwei, dass wir als einzige Tiere, die wir retten konnten, Penelope und zwei Kater sein konnten, aber naja, gut. Um die kümmern sich dann die Leute, und zwar, wir verteilen erstmal Aufgaben. Wir hatten ja gesagt, dass Mengi wird der Heiler, das ist auf jeden Fall klar. Bettruhe kriegen sie auch alle. Das war natürlich schlau. So, also, wie war die Aufteilung? Mengenrabatt, ach Gott, wie war denn das jetzt? Jetzt habe ich schon wieder komplett vergessen, wer was werden sollte. Wir machen erstmal Forschen auf 1 und das auf 1. So. Wichtig ist Kochen, das kann Anastasia, sie wird Koch. Pinguin wollte Aufseher werden, genau, der wollte das machen. Jetzt ist die Frage, Creepy wird Jäger? Feldarbeit wird Mengenrabatt und Matt, der hilft ihm, der wird aber auch Bergbauer, den brauchen wir. Waldarbeit machen die beiden. Und Bergbau kriegen sie alle wenigstens als Notfall. Wer wird der Bauarbeiter? Der Bauarbeiter wird auf jeden Fall Creepy und alle müssen am Anfang erstmal mithelfen zu bauen, das ist natürlich klar. Tierpfleger, wer wollte denn Tierpfleger werden? Warte mal, wir wollten das werden. Wer wollte Tierpfleger werden? Jetzt habe ich schon wieder nicht mehr aufgepasst, wer Tierpfleger werden wollte. Pinguin wird ja sozial. Anastasia wollte kochen und sozial. Dann kriegt sie auch noch die Aufseherrolle. Und Tierpfleger kann ja keiner, dann kriegt ihr beide die mal einfach. Weil ich glaube, dass der. Weil ich weiß, dass Anastasia wollte ja auch Tierpflege machen. So. Kochfeld Anastasia, dann kann sie, wird sie so eh nicht so viel mit Tierpflege zu tun haben nachher, aber erstmal so zum Auftakt. Gut. Als erstes bauen wir uns erstmal wieder, wie üblich, eine kleine, oder haben wir denn hier irgendwas, was wir nutzen können? Als Unterschlupf, wir könnten das hier als ersten Unterschlupf nutzen. Oder wir könnten auch hier uns reinbauen. Hier, dass wir diese Steinstruktur oder diese Steinstruktur nutzen. Wir könnten. Also mein Vorschlag wäre, dass wir versuchen, das hier erstmal sozusagen zu. Ah, das ist alles blöd, das hier ist Stein, ne? Ja, das ist doof. Dass wir hier uns irgendwie ansiedeln oder hier. Hier ist guter, feuchter. Ne, hier ist feuchter Boden, der ist. Ah, das ist alles nicht so geil. Alles scheiße. Okay, alles scheiße. Na gut. Dann bauen wir uns erstmal einfach eine Holzhütte. Dann nehmen wir erstmal das als erste Wohnung. Ach, das geht schon gar nicht, weil zu wenig Platz. Dann müssen wir uns eh eine richtige Bude bauen. Okay. Wir brauchen ja was für 5 Leute. Dann bauen wir das Stahl. Dann bauen wir hier einfach. Ach komm, wir bauen jetzt einfach erstmal irgendwo hin. Ist eh egal. Erstmal eine kleine Hütte, wo wir erstmal unterkommen.
wo wir die ersten Betten reinstellen, einen Tisch zum Essen und dann... Das ist noch zu klein. Wobei, wir könnten ja auch sagen... Hier noch ein Bett hin, ne? So, gleich noch ein Krankenbett. Und dann... ein Tisch. Wo ihr euch dann hinsetzen könnt zum Essen. So. Das als allererste. Ist die Musik dann laut genug? Weil ich gerade vermutlich in einem komplett anderen Aspekt, das ist mir klar. Jäger braucht... Wer ist Jäger? Wer hat keine Waffe? Creepy hat eine Waffe? Matt hat eine Waffe? Pinguin? Pinguin hat der keine Waffe? Der doch. Matt? Ach, weil Matt eine Nahkampfwaffe hat, ne? Okay. Dann kriegt ihr das mal weg, so. Ist der Sound laut genug von diesem Spiel hier? So, die ersten Sachen werden schon gebaut. Wir bauen auf jeden Fall auch gleich mal eine Lagerzone irgendwo hin, um die Sachen zu haben. Hier kommt keine Leichen rein, keine Menschenleichen rein, aber Tierleichen und nichts Verrottendes. Und dann eine Abfallzone, die packen wir mal hier hinten hin. So. Bisschen zu leise, okay. Ich hab's mal ein bisschen lauter gemacht. Es ist gerade eh keine Musik, das ist das Problem. Erstmal am Anfang ist es scheißegal, wie gut und wie hochqualitativ das ist. Hier geht es erstmal darum, dass das alles steht, dass wir eine erstmal einen ersten Unterschlupf haben. Essen können, sitzen können, schlafen können. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Holzfäller, warte mal. Wer war alles? Waldarbeit haben wir eh nur zwei. Na gut. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir anfangen. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir hinbauen. Wie wollen wir denn bauen? Hattet ihr was gesagt? Nee, ne? Hattet ihr noch nichts gesagt? Wer wohin bauen möchte? Weil es ist natürlich nicht so einfach, jetzt hier eine vernünftige Position zu finden, die wir dann auch später gut verteidigen können. Das ist natürlich die große Frage, die gute Verteidigung. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal hier schön in die Mitte rein und können dann nach außen erweitern. Das würde ich sagen, das machen wir. Ich habe mir eh was überlegt, wie wir... also dann bauen wir hier. Wir machen... Hier fangen wir an. Da kommt das erste. Hier kommt das erste hin. Hier kommt die Küche erstmal hin. Wir bauen erstmal eine Küche. Ich brauche. So. Und jetzt 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. So. Nee. So. Das wird die Küche. Genau. Das ist immer noch die Frage. Wie machen wir das, wenn einer stirbt? Also. Wir hatten beim letzten Mal das Problem, dass da ein bisschen gesagt wurde, ja, ist ja blöd, wenn wir ständig neu laden. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite ist es auch doof. Ich würde gerne versuchen, dass ihr nicht sterbt. Logisch. Ich würde es gerne haben, dass ihr alle überlebt. Auf der anderen Seite, was ich ab jetzt gerne versuchen würde, zuzulassen sozusagen, auch wenn es böse klingt, ist schwerere Verletzungen. Sofern sie nicht lebensbedrohlich sind oder einen komplett unnütz machen, würde ich gerne sagen, dass wir das zulassen. Damit muss die Kolonie leben. Dass wir halt nur neu laden, wenn jemand stirbt. Oder wenn er so krass lebensbedrohlich verletzt ist oder so krass eingeschränkt ist durch die Verletzung, dass er eigentlich keinen Sinn mehr macht für die Gruppe oder für das Spiel. Also wenn zum Beispiel eine schwere Gehirnverletzung ist, die ihn nur noch bettlägerig macht, dann würde ich auch neu laden. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Arm abgeschossen wird, dann ist halt Pech sozusagen. Dann müssen wir halt erstmal mit einem Einarmigen arbeiten, bis wir eine Prothese bekommen können. Wir haben ja glücklicherweise niemanden, der Prothesenphobie hat.
Also wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen alles rein. Das wird natürlich erstmal noch großen Crap sein, aber das ist nicht so schlimm. Schönheit kommt später, würde ich sagen. So, wir brauchen Stahl. Wir brauchen ganz viel Stahl. Wenn hier schon mal Stahl in der Wand liegt. Und hier liegt auch noch Ersatzteile, die brauchen wir auch noch. Hier liegt Silber, das ist Plaststahl. Plaststahl ist geil, cool. Ja, genau. Das ist... Kein Lotus Topan, nicht wie bei den Blöchchen Brüdern, oder was? Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, dann würde ich sagen, wir bauen hier in die Mitte. Bauen wir erstmal unser erstes Feld, oder? Dass wir das sozusagen umschließen erstmal. Das hat mich, das stimmt, mich hat das irgendwann auch gestört, da hast du schon recht. Es gab irgendwann den Punkt, wo es einfach nicht mehr schön war, wo es einfach auch nicht mehr gut mit anzusehen war. Da hast du schon recht, Mengi. Darum, also das möchte ich auch verhindern, dass sowas passiert. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch nicht, dass wir hier plötzlich nur noch mit drei Leuten stehen, weißt du? Oder mit das möchte ich halt auch nicht haben. So, 10, 5. Wir machen 5er System. Nein. Ich mache erstmal hier 5er. Nein. Ich krieg's nicht auf die Kette. Wir können ja verschiedene, wir können ja auch gleiche Sachen anbauen, aber dann haben wir erstmal so die Möglichkeit, verschiedene Sachen anzubauen. So, und zwar bauen wir Kartoffeln. Wir bauen Heilwurzel. Kann noch keiner. Okay. Dann Baumwolle. Erdbeeren. Das geht, damit das schnell wächst. Mais, damit das langsam wächst. Oh, nochmal Mais und Kartoffeln nochmal, genau. So. Sie haben es echt übertrieben, das stimmt. Sie haben es wirklich übertrieben. Aber hier geht es mir, also deswegen, ich verstehe auch, dass ihr gesagt habt, das wurde beim letzten Mal hier auch übertrieben. Deswegen würde ich das gerne versuchen zu reduzieren. Aber, ich möchte halt auch nicht, dass es hier eine Truppe ist, die dann nur noch aus zwei Leuten besteht und irgendjemand nicht mehr da ist, weil er irgendwann gestorben ist am Anfang. Und wenn da wirklich so eine Truppe kommt mit dreifacher Raketenwerfer und unsere Leute in die Luft sprengt, dann ist auch blöd. Dann hat da auch keiner was von, wenn gleich im ersten Angriff die Hälfte unserer Truppe weggebombt wird, sozusagen. Ja, das hat ja, ist ja auch kein Vorteil von. So. Wir können schon forschen und ich würde sagen, das Forschungsmenü ist zum Beispiel auch überarbeitet worden. Es gibt hier jetzt, man sieht einen richtigen Tech-Tree, in welche Richtung es geht. Es gibt hier neue Sachen, zum Beispiel Tiefenbohrungen, Tiefenscanner. What the fuck, wieso ist denn das so teuer alles? Und Medizin, wir können selbst Medizin herstellen, was natürlich auch sehr cool ist. Elektrizität zum Beispiel sollten wir, das sind alles Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Das sind das andere Dinge? Komplexere Kleidung hatte ich noch nie gesehen. Geil. Okay. Wir haben... Was wollen wir zuerst erforschen? Hier könnt ihr mal gucken, was erforschen wir? Elektrizität ist die Grundlage jeden Lebens. Kost dauert natürlich eine ganze Weile. Das heißt, jemand wird ganz schön lange nicht mehr mitarbeiten können, weil er die ganze Zeit forscht. Aber das stimmt schon, wenn wir denn später wirklich Klimaanlagen brauchen wir auf jeden Fall, um Nahrung, genau, Nahrung und Wasser. Das stimmt schon, dass wir vielleicht erstmal hier Elektrizität, Klimaanlagen, Batterien, Sozial, das dauert natürlich eine ganze Ecke, aber das ist, glaube ich, ganz nötig, das zu haben. Dann machen wir das mal, ne? Wir erforschen erstmal Elektrizität. Oh Gott, was? Wir sind doch steinzeitlich. Ach so, wir sind in der Technologiestufe steinzeitlich. Deswegen dauert das so lange. Dann lass uns lieber erstmal versuchen, komplexere Ach, auch noch. Was zum Geil? Mittelalterlich. What the fuck? Okay, wir müssen erstmal die steinzeitlichen Sachen fertig erforschen, damit wir hier überhaupt vorankommen. Und dauert das alles ewig. Und ich würde sagen, wir bauen mal hier einen davon. Hier dürfen sie auch nicht. Es darf ja auch alles nicht zu lange dauern.
Warte mal, wir haben jetzt hier 6, das sind 7, ne? Genau, wir machen mal einen kleinen Raum hier hinter. Dieser Raum wird unsere erste Kühlkammer. Die versuchen wir mit passiver Kühlung. Wenn wir versuchen, das so zu handhaben. So. Wir haben nämlich kein Essen mehr. Wir haben nur noch hier so ein bisschen Trockenfutter. Das heißt, wir müssen jetzt gleich morgen erstmal noch jagen gehen. Das wird morgen erstmal noch eine Aufgabe werden. Und wir fangen erstmal mit den dreien hier an. So. Dönerfleisch? Dönerfleisch? Nein, das ist kein Dönerfleisch. Achso, bei der Forschung. Dörrfleisch. So, können wir irgendwas ernten? Ein bisschen können wir ernten. Machen wir auch mal, dass wir schon mal ein bisschen was zu essen haben. Außer Mengenrabatt hatte keiner was dazu gesagt zu dem Sozialzellen. Genau, Sozialzellen, ja. Die allseits bekannten Sozialzellen. Frisst, haut sich Matt gerade das komplette restliche Essen in den Kopf? Oh mein Gott, Matt hat sich gerade das ganze Essen in den Kopf gehauen. Holla, die Waldfee. Jetzt sollte man erstmal auf Maispflanzen ein wenig reduzieren und mehr Erdbeerpflanzen machen. Ach, scheiße, wir haben noch keinen... Wir haben keinen Bergbauer... Doch, wir haben Bergbauer. Wer war Bergbauer? Matt, der war auch... Ach, scheiße. So, hier. Du kannst erstmal... Bergbau machen, Mengenrabatt macht Feldarbeit, Pinguin wird mit Jagen und Bergbau machen. Lass das mit dem Laden und Speichern. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Keine Zwiebel auf dem Kopf. So, wer ist unser Koch gewesen? Anastasia. Was macht Anastasia gerade? Die baut gerade Berg, genau. So, so, wie ist denn das? Temperatur. Wir brauchen Vergnügung, brauchen wir noch. Wir brauchen ein. Creepy, kannst du? Nee, kannst du nicht, du bist kein Forstwirt. Matt, was machst du gerade? Okay, du baust, okay. So, Temperatur, passive Kühlung. Ah, nach ein paar Tagen. Ein paar Tagen sind ja nicht schlimm. Anastasia, kannst du ganz... Bist du hier? Ja. Kannst du... Wir brauchen die Bäume. Die Bäume müssen weg. Ohne Kleid? Also nackt oder einfach nur mit Standardklamotten? So, hier können wir jetzt nämlich auch kochen. Wobei wir vielleicht erstmal Dörrfleisch produzieren sollten.
Solange wir nämlich noch nicht groß was haben, wäre es, glaube ich, gut, erstmal Dürrfleisch zu produzieren. Und wir brauchen noch. Haben wir hier noch irgendwas? Stammeskleidung. Ich frag ja nur. So, die ersten Zimmer sind fertig. Ich würde sagen, als erstes. Ich würde persönlich sagen, als erstes kriegen Creepy und Anastasia ein eigenes Zimmer. Einfach weil sie sonst die anderen vielleicht ein wenig stören könnten. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn so eine passive Kühlung? Wie weit kühlt denn das runter, so eine passive Kühlung? Wer möchte denn das andere Zimmer haben? Und Anna, du bist, hast schon gehört, du bist derjenige, der über euer Zimmer entscheidet, wie es aussieht. Ne? Also Creepy möchte ja, braucht ja eh nicht so ein großes, aufwendiges Zimmer. Hängt davon ab, was für eine Party das ist, Anastasia. Haben wir noch Holz? Ne, wir haben gar kein Holz mehr. Oh Gott. Das kühlt ja nicht wirklich gut. Matt kann auch noch. Pass auf, der macht Matt. Der baut mal hier gleich. So. Anastasia und Creepy haben ihre Beziehung beendet. Gleich am Anfang eine derartige tragische Situation. Ich meine, das hat. Ich meine, es ist natürlich klar, das ist eine harte Belastungsprobe für alle gewesen. Die, wenn man sieht, wie das ganze Volk ausgelöscht wird und dann plötzlich hier entkommen zu müssen. Aber ich weiß nicht, ob Trennung dann das Richtige ist. Vielleicht ist nicht gerade, ist eigentlich gerade dieser soziale Zusammenhalt das, was irgendwie noch den Funken des Überlebenswillen halten könnte. Und jetzt so etwas. Gut, das macht bestimmte Dinge einfacher. So könnte man sagen, dass es leichter ist, ein Zimmer zu machen, aber das ist natürlich trotzdem, wer ist denn schuld? Schuld ist natürlich so relativ. Anastasia. Anastasia hatte scheinbar genug. Genug mit der Beziehung, aber nun ja. So kann es gehen. Tja, und so beginnt die erste. Das allererste hier, was vor uns auf dem Wege liegt, mit einer Trennung. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein schlechtes Omen ist. Ich warte ins Bett. Noch mehr als genügend Holz. Nein, Creepy.